Herzlich willkommen bei Hardwarelux TV, heute mit dem Acer Iconia Tab W500. Das ist ein Windows-Tablet, wie unschwer zu erkennen ist. Und ich werde jetzt mal kurz um das Tablet rumgehen und die einzelnen Besonderheiten darstellen. 1,2 Megapixel Frontkamera, Windows-Button, ansonsten auf der Vorderseite nichts. Ein USB-Anschluss, Bildschirmsperre fürs Drehen, zwei Löcher, wo die Docking Station, die man einzeln erwerben kann oder die auch mitgeliefert wird, eingedockt wird. Zweiter USB-Anschluss, voller HDMI-Port, SD- und MMC-Card-Reader, Lautsprecher, Lautstärkewippe, Powerknopf, 3,5 Klinke. Da es mit einem Atomprozessor läuft, Lüftungsschlitz und auf der gegenüberliegenden Seite noch der Anschluss für den Strom. Hinterseite eher unspektakulär. 1,2 Megapixel Kamera nochmal. Die beiden Kameras reagieren relativ langsam, sind auch nicht so pralle von der Qualität. Das kann man aber alles bei uns nochmal gesondert im Review nachschauen. Hier unten ein weiterer Lautsprecher mit Dolby Advanced Audio Technologie. Und man muss schon sagen, die Lautsprecher sind deutlich besser als von anderen Tablets. So, jetzt haben wir das Acer Iconia Tab W500 vor uns liegen und starten es mal. Man sieht sofort, hier leuchtet die blaue Windows LED auf und Windows startet. Es dauert jetzt einen kleinen Augenblick, geht aber für Windows-Verhältnisse relativ schnell vonstatten. Da man das Tablet ja meistens dann eh im Standby haben wird, sollte das auch nicht groß ins Gewicht fallen. So, Windows ist hochgefahren. Man sieht schon hier, ich kann schon mit der Maus Gesten ausführen. Zum Beispiel das Startmenü aufrufen. Und trotz der relativ kleinen Symbole von Windows 7 lässt es sich doch entgegen meiner Erwartungen erstaunlich gut mit dem Finger bedienen und auch entgegen einiger Berichte aus dem Internet. Das Ganze ist hier also meiner Meinung nach gar kein Problem. Mit 950 Gramm ist das Tablet natürlich nicht gerade für den mobilen Betrieb in einer Hand geeignet, aber auf dem Schoß gefällt dieses Gewicht auch nicht so deutlich auf. Wie man auch eben gesehen hat, dauert das Ganze relativ lange mit dem Umschalten von Hoch- auf Querformat. Ja, das ganze Tablet ist natürlich durch den verbauten Prozessor nicht allzu schnell. Man sieht es zum Beispiel hier, wenn ich im Computer in die Eigenschaften gehe und den Gerätemanager aufrufe. Doch, ich habe getroffen, dann dauert das einfach eine ganze Zeit, bis dieser Gerätemanager aufgeht. Und so verhält sich das mit dem ganzen Tablet. Programme dauern, es dauert sehr lange, bis Programme aufgehen, und sobald man dann mehrere Sachen gleichzeitig machen möchte, was ja ein großer Vorteil von Windows ist, bricht die Performance stark ein und das Tablet wird eher unbenutzbar. Was uns von Acers Seite sehr gut gefallen hat, ist der Acer Ring. Schon mal vorgestellt in einem früheren Review, jetzt aber im Video. Alle fünf Finger aufs Tablet. Dann öffnet sich sofort diese Tablet-Oberfläche, in der man verschiedene Sachen machen kann. Zum Beispiel Kamera aufrufen. Verschiedene einzelne Programme gibt es hier noch, durch die man so durchswipen kann. Und die Device Control. Das geht sogar relativ zackig. Hier sieht man verschiedene Anschlüsse, die am Tablet dran sind. Das ist auch ganz nett gemacht. Kann Verbindungen ein- und ausstellen, Anzeige ein- und aus, die Beleuchtung ein- und aus, sieht, wie viel Akku man noch hat, kann verschiedene Sachen regeln, kann die Lautstärke regeln des Lautsprechers, und das funktioniert wirklich absolut gut. Schließt man das Ganze, kann man den Acer Ring natürlich erneut wiederholen und sich den Touch-Browser zum Beispiel mal anschauen. Das dauert alles immer ein bisschen bei dem Tablet. Und sobald es geladen ist, können wir jetzt zum Beispiel mal auf
Hardware-Looks gehen. Ah, er lädt noch. Ja, und genau das ist auch das, was uns an diesem Windows-Tablet stört. Die Performance, die ist deutlich zu gering. Es dauert alles viel, viel zu lange. Das ist man so von den Konkurrenz-Tablets mit Android und iOS nicht gewöhnt. Wer aber auf Windows angewiesen ist, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als sich diese Tablets anzuschauen. So, jetzt kann ich die Windows-Tastatur hervorholen. Bildschirmtastatur. Lässt sich verschieben, ist aber in der Größe nicht variabel. Rufen wir unsere Seite einfach mal auf. Sieht, der Aufbau geht sehr schnell vonstatten, natürlich dank Windows Flash. Dafür ist das Scrollen nicht ganz so angenehm. Pinch to Zoom ist auch eher eine Ruckelpartie. Das ist eigentlich nicht das, was wir von Tablets kennen. Aber gut, es funktioniert. Links aufrufen funktioniert. Alles nach den Vorstellungen ist es auch relativ schnell. Und um jetzt zum Beispiel nochmal die Video-Performance zu zeigen, gehen wir mal auf YouTube und rufen auch das Video auf, das wir für die anderen beiden Tablets im HD-Modus getestet haben. Man sieht, das trifft man eigentlich alles sehr gut. Das ist im Gegensatz zu den anderen Tablets kein Nachteil. So, jetzt 720p. Absolut gar kein Problem für das Tablet. Jetzt buffert er noch. Ich lasse ihn noch mal kurz buffern. Durch den AMD C50 mit der integrierten Grafikkarte sind HD-Inhalte wirklich kein Problem für das Tablet. Das sehen wir jetzt auch gleich im Video. Es läuft butterweich, gar kein Problem, es buffert schnell und auch wenn man die Lautsprecher jetzt hört, ich kann es nochmal auf volle Lautstärke machen, ein weiterer Vorteil des Tablets ist dieses hier. Das ist die mitgelieferte Docking Station, zumindest wenn man die Docking Station kauft. Man kann es aufklappen, das Tablet reinstecken. Dann dauert es ein bisschen, Windows erkennt es und man hat hier eine Maus und eine vollwertige Tastatur. Auch hier sind die Pfeiltasten wieder sehr, sehr klein geraten, das ist ein bisschen schade. Ein Touchpad gibt es auch nicht. Dafür ist an der linken Seite ein USB-Anschluss, ein LAN-Anschluss und auf der rechten Seite ist auch noch ein USB-Anschluss. So, jetzt Bedienung mit Tastatur und Maus. Da kann Windows natürlich seine Vorteile ausspielen. Hier ist man super schnell unterwegs. Und kann die Tastatur für alles nutzen. So, wir haben das Gerät jetzt kurz in den Standby versetzt und zeigen mal, wie schnell es aufwacht. Da ist es schon wieder. Das ist wirklich akzeptabel und lässt so ein Windows-Tablet gar nicht in so einem schlechten Licht dastehen.